Das ist der Lampi. Ich werde ihn jetzt erschießen und euch dann seine Anatomie erklären. Wie ich am Tatort schon gesagt habe, der Bolzenschuss in die Schläfe war tödlich. Zuvor hat ihn allerdings jemand K.O. geschlagen. Der Vorsitzende des Elternbeirats hat bereits angerufen und sich im Namen einiger Eltern beschwert. Er sprach von der Hinrichtung eines Gottesgeschöpfes, die nicht ungesühnt bleiben solle. Sind Sie verrückt? Ich habe Lutz Wollinger doch nicht umgebracht. Könnte der Tod Ihres Mannes etwas mit der Kaninchenzucht zu tun haben? Jetzt pass mal auf, der Jürgen ist verschwunden und wir können nicht ausschließen, dass er das Motiv für den Mord geliefert hat. So schaut's aus. Herr Kofler, Tür aufmachen, hier ist die Polizei. Wissen Sie, Kaninchenzucht fordert den ganzen Mann. Traust du den echten Mord zu? Und wenn Ihr Mann gewusst hat, dass Sie ihn belügen und betrügen? Ich frage Sie jetzt noch einmal, unterhalten Sie eine Beziehung zu Eva Wollinger? Sie haben eine Motivgelegenheit und scheinbar auch die genügende emotionale Distanz.